Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum größten TV-Event des Jahres oder eventuell auch aller Zeiten mit den nicht messbaren Quoten. Herzlich willkommen zu Objektiv. Ein ganz besonderes Hallo auch an unsere beiden Zuschauer im Livestream. Schön, dass ihr euch wieder mal verlaufen habt. Heute haben wir wieder ziemlich viele Berichte für euch über Münster und zu besonderem Anlass feiern wir heute auch uns selbst. Das heißt, es ist unsere letzte Sendung und wir werden mal zeigen, wie man so ein großes Event aufzieht. Deswegen fangen wir direkt damit an. Ich begrüße unsere Kamerafrau Thomas. Hallo Thomas. Hallo Raffi. Thomas war bei einem ganz besonderen Tanzverein für Frau und Mann und hat diese Sportart mit ihrem Team zusammen beobachtet. Deswegen viel Spaß beim folgenden Beitrag. Warum Pole Dance? Weil die Leute einfach super offen und nett sind. Also es ist immer eine ganz tolle Atmosphäre. Es wird keiner verurteilt, weil er oder doof angeguckt, weil er vielleicht dickere Beine hat oder ein bisschen mehr auf der Hüfte hat. Also es ist hier, wird überhaupt nicht gewertet und es ist halt die perfekte Kombination aus Fitness und Tanzen. Die perfekte Balance einfach. Also in Amerika ist es natürlich schon verbreiteter als hier. Hier ist gerade so im Aufschwung. Hier wird es halt gerne noch so in die Rotlichtschiene, Table Dance, abgeschoben. Wir werden auch immer gefragt, ob wir uns ausziehen. Ist natürlich nicht so. Also es ist ein anerkannter Sport. Ja, also es geht halt um Fitnesselemente, dass man halt auch Muskeln aufbaut. Der Körper wird geformt. Das merkt man auch meistens schon gleich nach der ersten Trainingseinheit. Und das Ganze wird verbunden mit Choreografien. Das ist praktisch Pole Dance, also die perfekte Kombination aus Fitness und Tanzen. Auf 4 sind wir hoch. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Drehung. 5, 6, 7, 8. Und ist halt ein Sport, wo man sich immer drauf freut. Auch gerade, weil es wird ja viel in die Erotikschiene reingenommen, dass es halt eben nicht so ist und dass man halt auch gleichzeitig seinen Körper damit auch so formen kann, weil eigentlich so viele Muskeln beansprucht werden, von denen man auch teilweise kaum weiß, dass es die gibt. So. Also ich finde es total toll, weil es halt auch mit Tanzen zu tun hat. Und ein Aspekt, den ich relativ cool finde, ist, dass man halt auch lernt, sich als Frau zu bewegen. Das finde ich ganz cool, dass man da noch mal ein bisschen eine andere Seite aus sich rausholen kann. Also kleine Leute, große Leute, dünne Leute, dicke Leute, sehr junge Leute, also nehmen auch Leute ab 10 Jahren, also auch Kinder. Und bis oben, also nach oben hin, ist mit dem Alter, sind keine Grenzen gesetzt. Gerne mit Anmeldung, dann einfach auf der Internetseite gucken, eine E-Mail schicken. Jeder ist eingeladen, kann gerne vorbeikommen, mitbringen, gerne eine kurze Hose, dann kann man nämlich mehr machen. Und ansonsten einfach nur Spaß, offen sein, Freude. Ja. Erotisch geht's auch weiter, denn einer unserer Kameramänner hält nun sein Gesicht endlich mal vor die Kamera. Dieser Mann heißt Florian Dammeier und wollte schon immer mal ein kleines Interview geben. Florian, wie geht es dir bei deiner Arbeit? Ja, es macht Spaß. Ich habe von meiner Redaktion ganz investigativ erfahren, dass du einen sehr, sehr schönen Zweit- und Drittnamen heißt. Das heißt, du hast Florian Hans Carsten. Mhm. Deswegen zwei Fragen. Wie kommt man zu so einem Vornamen und vor allem, wie lebt es sich mit so einem Vornamen? Ja, Familiengeschichte, Traditionsnamen. Ne? Hans ist mein Opa gewesen und Carsten mein Onkel. Solange es keiner weiß, lebt sich's ganz gut. Sobald es einmal publik wird, kommen die Schwierigkeiten vor. Ne? Also wird es ja ziemlich viele Schwierigkeiten geben bei unseren 6.700 Zuschauern. Genau. Wahrscheinlich wird es mich jetzt, da es im Benno-Haus bekannt geworden ist, mein Leben lang verfolgen. Aber wer weiß, was das für Potenzial hat. Ne? Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Kommen wir mal zu deiner eigentlichen Arbeit hier. Ich sehe, du hast hier eine ziemlich topmodern ausgerüstete Kamera vor dir. Mein Schätzchen.
Und die kannst du auch ziemlich außergewöhnlich gut bedienen, habe ich gehört. Was ist deine Aufgabe bei so einer Live-Sendung? Jetzt als Kameramann natürlich die entsprechenden Personen in die perfekte Perspektive zu bringen, die Menschen möglichst natürlich rüberzubringen, ne, damit der Zuschauer möglichst alles mitbekommt. Was ja in meinem Fall kein Problem ist. Natürlich, du siehst in allen Blickwinkeln super aus. Danke. Angenommen, ich würde jetzt ganz, ganz viele spontane Sachen wie Flickflacks und so weiter machen und ein mega sportlicher Mensch sein. Wärst du denn in der Lage, mit so einem Gerät alles einzufangen? Bezweifle ich, da ich mobil, also mobilitätstechnisch natürlich sehr eingeschränkt bin. Vielleicht, wenn man das hier einmal zeigen könnte, ne? An Kabel gebunden. Ja, danke, sehr bescheiden. Ich hoffe, du machst das die nächsten 20 Minuten immer noch sehr, sehr zuverlässig. Dann gehen wir mal weiter zu deinen Kollegen in die Senderegie. Jetzt wird es richtig spannend. Vorsicht, Treppen. Einen wunderschönen guten Tag. Du bist der? Ich bin der Nico. Hallo Raffi. Ich habe dich auch schon mal gesehen. Ja? Ich glaube, wir haben mal moderiert zusammen oder sowas in der Art. Das kann gut wahr sein. Also, Nico, ja. Du scheinst ja ein sehr lustiger Mensch zu sein, denn du gehst regelmäßig auf Lachtreffs, habe ich gehört. Naja, regelmäßig nicht, aber einmal war ich dort und ja, habe da einen kleinen Film drüber gemacht. Und das hat Spaß gemacht? Ja, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, denke ich mal. Also wenn ich das öfter tun würde, dann wird das bestimmt ein Erfolgserlebnis. Deine Aufgabe heute hier ist sehr verantwortungsvoll? Ja, also ich bin heute zuständig für die Magnetaufzeichnung, kurz MATZ. Ich mache quasi die ganzen Einspieler heute und ja, Einspieler kommt ja gleich. Man sieht hier so ein kleines Videomischpult. Ich glaube, das sieht man jetzt aber nicht im Bild, oder das können wir mal zeigen. Wahrscheinlich jetzt schon. Wir können ja mal ein bisschen mit rumspielen. So, jetzt sieht man schon den Anfang vom nächsten Video. Spektakulär. Aber wir gehen jetzt wieder zurück und sehen erstmal einen schwarzen Bildschirm und damit startet dann gleich der nächste Beitrag. Das heißt, wenn ich mir jetzt kunstvoll eine Überleitung zum nächsten Beitrag spontan ausdenken muss, sage ich zu dir Mats ab und dann kannst du direkt aktiv die Action umleiten. Mats ab sagen, genau. Dann muss ich reaktionsschnell den Abspielknopf drücken. Das ist verrückt. Ja, dann in diesem Sinne, wem zu Zeiten von Lasagne-Skandalen immer noch zu lachen ist, der ist in Münster genau richtig beim Lachtreff der Vereinigung. Wie heißen die? Lachtreff. Lachtreff. In diesem Sinne, Mats ab. Ja, schöne Überleitung. Ich hatte heute einen ziemlich miesen und anstrengenden Tag. Mein Kameramann geht mir heute schon den ganzen Morgen auf den Wecker. Und ich glaube nicht, dass mich heute noch irgendetwas zum Lachen bringt. Aber ein Lachtreff aus Münster verspricht tatsächlich Abhilfe zu schaffen. Und das will ich mir heute mal anschauen. Die jetzt noch nicht so lange dabei sind und ganz neu sind, müssen natürlich nicht so lachen, das mal an. Halt auszuschicken. Es geht los mit einer Aufwärmphase, bei der wir uns fürs Lachen locker machen. Das sieht schon ein bisschen schräg aus. Aber immerhin haben wir jetzt einen Grund zu lachen. Damit fangen wir in einer Atemübung an. Ja, wichtig, Blickkontakt. Wir machen das ist wunderbar. Also es ist echt anstrengend. Und dann geht es los mit vielen verschiedenen Arten von Lachen. Da wären das Begrüßungslachen. Das einer erzählt mir was Lustiges am Handy lachen. Das sich gegenseitig in die Handflächen tippen lachen. Das sich gegenseitig auf die Stirn tippen lachen. Und natürlich das Kollektive sich gegenseitig irgendwo hintippen lachen. Das blind in der Gegend rumlaufen und lachen, wenn jemand einen berührt lachen. Und die Königsdisziplin. Wir bekommen jetzt eine Lachdusche, weil jemand von uns hier in der Gruppe Geburtstag hatte. Und ja, wie das aussehen wird, das seht ihr jetzt. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Gesundheit und Lachen sei auch mit da dabei. Ich mich schon da, das Lachen. Und dann Stille. Nur zu lachen. Wir erholen uns von den vielen Lachflashs der vergangenen Minuten. In einem Sitzkreis darf jeder noch den Rest seines Potenzials ablachen. Aber mal ehrlich, warum geht man zu einem Lachtreff? Also mir gefällt das Spielerische dabei.
bin sowieso jemand, der gerne Rollenspiel, Theaterspiel macht. Und hier kann ich so ausgelassen sein wie ein Kind und keiner guckt mich dumm an und ruft die Männer mit den weißen Jacken. Erst einmal Indien gesehen. Ich bin aus Indien, ne? Erst einmal Indien gesehen und mir gut gefallen. Und das alles. Und wie lange machst du das schon? Schon 3 Jahre. Dann setzt sofort der Denkprozess aus. Und das ist die beste Sache, sofort zu entspannen. Also man kann nicht gleichzeitig, wenn man richtig lacht, nicht mehr denken. Man hat ja ewig Geschichten. Aber man lebt immer nur in dieser Sekunde. Nur in dieser Sekunde kannst du eine Frage stellen. Und deine Probleme sind an und für sich in dieser Sekunde dann nur im Kopf. Weil du denkst an ein Problem, was du hast, aber in dieser Sekunde hier ist das Problem gar nicht da. Und über dieses Lachen beschäftigt man sich nicht mit seinen Problemen. Und das ist an und für sich wie so ein Kurzurlaub. Bei mir steht jetzt die Veronika Spurgis, die hat das Seminar gerade geleitet. Veronika, kann der Arzt denn das Lachen auch verschreiben? Also verschreiben leider bisher noch nicht, aber er kann es natürlich empfehlen. Und Lachen ist nachweislich und auch wissenschaftlich bewiesen gesund. Lachen stärkt das Herz-Kreislauf-System, Lachen baut Stress ab, Lachen senkt den Blutdruck, das Immunsystem wird gestärkt und Schmerz wird abgebaut, Depressivität und Ängste werden reduziert und es ist einfach auch ein wunderbares Mittel, um sich besser zu konzentrieren und Denkblockaden abzubauen. Kann man besonders gut oder besonders schlecht im Lachen sein? Man kann es auf jeden Fall lernen. Das heißt also, es kommen durchaus Menschen hier hin, die erstmal ganz vorsichtig und schüchtern sind und die also im Laufe der Lach-Yoga-Stunden selber, aber auch wenn sie, je häufiger sie kommen, richtig aus sich rausgehen. Und dass man dann tatsächlich auch aus dem Stand auch relativ schnell und kräftig auch lachen kann, dass es auch so wirkt, dass es ein Lachen oder es ist dann auch ein Lachen, das von innen rauskommt. Ich habe das ja heute selber auch mal probiert. Wie habe ich mich denn im Vergleich zu anderen Neuen jetzt angestellt? Gut. Also wichtig ist, wenn man einfach mitmacht und sich einlässt. Und aber dadurch, dass eben recht viele sowieso hier sind, die auch schon kräftig mitmachen und mitlachen schon, wirkt das in der Regel auch immer ansteckend auf die Neuen, sodass die auch sehr gut mitmachen können und da schnell auch so Hemmungen, die da sind und auch natürlicherweise da sind, dass die auch schnell überwunden werden können. Wir sind jetzt fertig, wir seht lächerlich wieder ein bisschen mehr. Wenn ihr diese Erfahrung machen wollt, kann ich sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich muss sagen, ich konnte mich heute noch nicht so ganz öffnen. Dafür muss ich wahrscheinlich einfach öfter teilnehmen und verabschieden uns. Und haben wir jetzt die Internetadresse für euch eingeblendet. Bis bald. So viel Spaß bei der Arbeit, oder Ralf? Was sagst du dazu? Bei dir sieht das ziemlich professionell aus. Ja, ist auch alles super professionell. Was machst du da genau? Ich mische gerade den Ton ab. Gerade mische ich mich selber ab, was ein bisschen schwierig ist, das kommt damit die Leute halt auch draußen hören können, was wir hier drin reden. Und seit wie langer Zeit experimentierst du mit so einem aufwendigen Gerät schon rum? Seit ein paar Wochen. Oh, nicht schlecht, echtes Naturtalent. Dann wünsche ich noch für den weiteren Verlauf der Sendung sehr viel Glück. Wir sehen uns hören später. Jo, danke. Wieder. Weiter geht's. Jacobo, unsere spanische Biene, bekannt aus anderen Sendungen. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Sprichst sehr gut Spanisch? Sí. Schön, damit hatten wir jetzt auch Jacobo. Rachel! Rachel ist gerade sehr beschäftigt. Rachel, kannst du uns deine Aufgabe erklären? Naja, also ich mache die Bildregie. Also das heißt, ich mische die Bilder der verschiedenen Kameras. Aber im Moment haben wir ja nur eine Kamera in Gebrauch. Also muss ich nicht so viel. Also siehst du dich selbst und musst entscheiden, dass du selbst gesehen wirst? Also ich habe gar keine andere Wahl. Ich kann jetzt umschalten, zum Beispiel, ne, hier, so, da sieht man jetzt eine leere Couch. Boring. Ich schalte wieder um, da. Und kommst du bei so einer Aufgabe auch mal richtig ins Schwitzen? Ja, also wenn man sich nicht konzentriert oder nicht konzentrieren kann, dann ist man, glaube ich, ziemlich in der Scheiße und das sieht dann auch jeder, ja. Und du gibst im wahrsten Sinne des Wortes den Ton an, indem du deine Kameraleute dirigierst und denen ordentliche Stories auf die Ohren klatscht. Ah. Finde ich gut, habe ich gerade auch selbst gehört, fand ich sehr amüsant. Ja, das ist natürlich eine Gelegenheit. Und das ist meine bezaubernde Assistentin Sarah. Hallo.
Ich kenne dich noch gar nicht. Ja, ihr macht natürlich einen fantastischen Job. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich mit der Sendung auch voranschreiten. Deswegen verabschiede ich mich wieder. Tschüss Publikum, tschüss Leute. Also ihr natürlich nicht Publikum. Weiter geht's mit dem nächsten Beitrag. Der nächste Beitrag handelt um ein blutrünstiges Wesen, das unsere Kollegin Aline, die leider momentan im Urlaub ist, für euch eingefangen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest über ihn berichtet hat. Aber seht selbst. Was passiert mit einem Mann, der am Abgrund steht und fällt? Er wird zum Sobo. Shotgun. Open! Diese Party wird deine letzte sein. Egal wie dicht du bist, Sobo ist dichter. Wo Moskows und Kaya zusammenkommen, kann es nur ein. Sobo with a shotgun. Shot by shot wird er dich töten. Sobo with a shotgun. Sobo with a shotgun. Noch ein Shot und du bist Schrott. Aufnahmeleiterin. Aufnahmeleiterin. Da kommt die Aufnahmeleiterin. Die kommt immer, wenn man Aufnahmeleiterin schreit. Hallo. Hallo. Das ist die. Shaggy. Wie heißt du eigentlich richtig? Sharai. Ektarai. Das ist kein einfacher Name. Du bist die Aufnahmeleiterin, haben wir gerade gehört. Was ist deine Aufgabe als Aufnahmeleiterin? Gucken, dass du keinen Mist baust eigentlich. Ja, alles ein bisschen im Auge behalten und den Ablauf planen und ja, gucken, dass nichts schief geht. Klappt denn immer alles so, wie ihr das geplant habt? Ja, eigentlich schon. Du machst deinen Job ja besonders gut. Das wollte ich aber es klappt alles eigentlich immer ganz gut.
Was sind die Schwierigkeiten als Aufnahmeleiterin? Gibt es hier hysterische Wesen, die rumschreien und sich schlagen oder so während der Live-Sendung? Ja, die gibt es immer. Einfach die wieder auseinandernehmen, die sich prügeln. Das ist so dann alles deine Aufgabe? Halt. Ja, das ist alles. Schon ziemlich beeindruckend, ja, liebe Zuschauer. Sehr psychologisch auch teilweise, aber naja. Möchtest du jemanden besonders hervorheben heute, also außer mich jetzt, für seine besondere Leistung? Ist da jemand ganz cool geblieben, wie Thomas, die nicht mit uns redet oder so? Alle sind cool, besonders Thomas auch wenn sie nicht redet. Das macht ihre Coolness eben aus. Ja, ja. Dann danke sehr für dieses kurze Bitte Interview. Sehr. Gehen wir mal weiter zur nächsten Kamerafrau. Das ist nämlich die Daphne. Hallo Daphne. Hallo. Du hattest heute einen eher ruhigen oder stressigen Tag? Heute eher ruhig, weil wir ja hier viel mit der Handkamera gemacht haben, ne? Da wurde meine Kamera gar nicht so oft gebraucht. Und worauf liegt beim Film dein Fokus, um das Ganze filmisch zu fragen? Meinst du jetzt hier gerade in der Sendung? Ja. Da muss ich die Nahaufnahmen machen. Das heißt, ich gehe auf die Person, die so bei meiner Kamera so in der Richtung liegt und geh da nah dran, damit man mal von der Totalen weg kann, dass das nicht so langweilig ist. Und machst ab und zu auch Menschen scharf und nicht scharf, oder? Ja, ja, so ein paar coole Schwenks und Schärfenverlagerungen können da auch mal ruhig drin sein, um ein bisschen Pep reinzubringen. Und du hast das alles hier im Bennohaus gelernt? Genau. Der absolute Wahnsinn. Wie lange machst du das Ganze schon? Ja, das ist ja jetzt unsere Abschlusssendung. Stimmt. Das heißt, ein halbes Jahr. Wunderbar, dann. Du kannst so viel schon nach einem halben Jahr, das heißt, du würdest das auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, auch mal hier reinzuschnuppern und klar, das Ganze zu absolvieren. Ja, ja, das Praktikumskonzept vom Bennohaus ist ja auch einzigartig relativ, ne? Also. Da stimme ich zu. Das sind schöne Abschlussworte, Daphne. Dann gehen wir mal weiter zu dem Mann, der hier für das Licht verantwortlich ist. Der da heißt Jonathan. Jonathan, du bist, wie ich schon sagte, für das Licht zuständig. Richtig. Das heißt genau während der Live-Sendung, was musst du da machen? Nichts. Also eigentlich nur vor der Live-Sendung? Genau. Und beim Abbau? Da auch, ja. Und ist das einer deiner Lieblingsjobs oder gibt es da andere Jobs, die du mehr favorisierst? Also ich habe es heute das erste Mal gemacht, aber es ist ein Traum. Ist ein Traum. Was ist denn die absolute Kunst beim Belichten? Interessant, dass du fragst. Also ich habe hier, vielleicht kann Carina da mal kurz draufhalten, dieses wunderschöne, nennen wir es Mischpult, mit verschiedenen Knöpfen und Reglern. Da kann man alles verändern. Und wenn die Kamera jetzt zum Beispiel mal da vorne drauf hält, sieht man, dass, wenn ich diesen Knopf drücke, das passiert. Das ist schon ziemlich abgefahren. Also kannst du auch theoretisch nachher, wenn wir so am Ende der Sendung sind, noch ein paar Effekte rein oder so, dass wir alle so Disco-Licht haben oder sowas? Ja, ich drücke einfach ein paar Mal auf den Knopf und dann geht's an und aus. Learning by doing. Richtig. Das gefällt mir. Ja, dann sehen wir uns auch später, würde ich sagen. Okay. Ich komme dann noch zu einem Beitrag in eigener Sache, denn ich muss leider ein Geständnis vortragen. Und zwar bin ich nicht, wie jetzt vielleicht viele denken, Alkohol- und Nikotinsüchtig, wahrscheinlich das auch, sondern ich bin Mettsüchtig nach Pferdemett, Schweinefleisch, Huhn und Rindmett, also allen vier Mettarten, die es gibt. Aus diesem Grund werde ich meine Karriere als Moderator mit sofortiger Wirkung beenden, so leid es mir tut, meine Groupies und Fans. Der folgende Beitrag wird das Ganze noch näher erläutern. Hallo, mein Name ist Raphael Roman. Sie kennen mich vielleicht noch aus Sendungen wie Objektiv, Nachgehakt oder Topsport. Inzwischen bin ich allerdings von dem Macker da oben heilig gesprochen worden und verteile jetzt im Auftrag des Herrn Metz. Das ist Metz. Man nimmt hier dieses Metz. Ne? Man könnte das selber mit dem Messer machen, aber die Profis unter uns, die drücken einfach raus. Sieht zwar nicht schön aus, aber ist effektiv. Zack. Und dann, jetzt muss man ein bisschen streichen. Ne? Dann sieht es am Ende so aus. Zum Reinbeißen, oder? Nach über 3 Monaten treuer Arbeit für Open Web TV verlässt Moderator und Entertainer Raphael Rohrmann den Sender, der ihn berühmt machte. Zu seinem Ausstand gab der Quotengarant jedoch noch einmal eine Kostprobe seines Könnens. Als Engel verkleidet überraschte er die Mitarbeiter des Münsteraner Senders mit frisch bestrichenen Mettbrötchen. Dann kann ich dir nur ein trockenes Brötchen anbieten. Aber ja, ich habe extra eins oder eins mit Zwiebeln. Voller Wollust. Noch geiler ist natürlich auch ein Grill, aber sehr. Ist ein gutes Küchenfazit, 2 Leute hat es geschmeckt, 2 Leute haben getestet. Die spaßige Aktion hatte natürlich auch einen Grund.
Raphael Rohrmann ist auch das neue Werbegesicht der Marke Braunschweiger Met. Raphael Rohrmann könne sich mit Met identifizieren. Und Met identifiziere sich von nun an mit Raphael Rohrmann, so der Hersteller. Darf ich jemandem ein Met-Brötchen anbieten? Frisch zubereitet? Das war ja klar. Rohrmann moderierte unter anderem die von der Presse viel beachtete Talkshow Nachgehakt und das Magazin Objektiv. Als Reporter stand er für die Sendung Topsport vor der Kamera. Seine lockere und unvermittelte Art, stets im sicheren Verhältnis zwischen Witz und Seriosität, werde dem Sender fehlen, sagte Programmchef Jan Laie der Bild am Sonntag. Auch ihn überraschte sein abgehender Moderator mit Brötchen, denn selbst vor der obersten Chefetage machte der Met-Engel nicht Halt. Jetzt gehen wir zu Jan-Christoph Peter Laie. Das ist ja einer von den Oberbackern, der hat richtig viel zu sagen. Dem gebe ich jetzt ein richtig leckeres Stückchen Met, also. Hallo Jan. Hallo. Wenn ich dich höre, ich esse Nein. Bist du Vegetarier? Nee. Ja, das dulde ich in meiner Konfession des Met-Engels nicht. Ich bin einfach nur ein Met-Esser. Tja, keine Geschenke für Jan. Und auch kein Met-Esser. Der kein Met ist dieses Jahr zu Weihnachten. Ich habe ihn gestern noch mit einem Met-Brötchen gesehen und deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Hast du den Mega-Joke verstanden? Was? Ich bin kein Met-Esser und auch kein Met-Esser. Ah, und lustig. Das war auch noch der Christoph Peter. Dann gehe ich weiter. Tschüss. Trotzdem frohes Fest. Tschüss, Rafa. Frustration über die Absage von Jan Laie ist mir soeben bei einem Met-Brötchen runtergefallen. Dass ich aber natürlich wieder auf diesem Tisch zutun werde. Weil Benhaus wird ja jeden Tag geputzt. Eine ungewohnte Situation für Rohrmann bei den Dreharbeiten zum neuen Werbespot. Bisher durfte er beim von der Landesanstalt für Medien finanzierten Sender OpenWebTV keine Werbung machen. Super, da fällt mir ein schreckliches Hügel runter. Super geil. Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. Jeder Bissen ein himmlischer Genuss. Braunschweiger Met. 100% Liebe, 30% Fett. Braunschweiger Met. Das macht nicht nur ratschig, sondern auch geil. Ja, liebe Zuschauer, das war's auch schon. Ein großes TV-Ereignis geht zu Ende. Deswegen ist es, glaube ich, an der Zeit, nochmal Danke zu sagen, vor allem auch den beiden Zuschauern im Livestream. Bleibt einfach dran, irgendwann kommt bestimmt eine neue Sendung. An dieser Stelle sollten einfach nochmal alle auf die Bühne kommen und sich eventuell auch Gebühren verabschieden von den treuen Zuschauern. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hallo. Das klappt nicht so, wie wir es geprobt haben. Da kommen sie. Also, wir feiern uns noch eine Runde selbst und verabschieden uns. Au revoir. Oh, da kommen immer noch welche. Und immer mehr. Der längste Abspann der Welt.